Ich gucke jetzt hier gerade nochmal die Ton durch. Ich meine, ein Boss-Spawn-Item habe ich jetzt noch. Aber sonst sehe ich jetzt hier auf die Schnelle keine weiteren Linsen. Ja, super. Ja, kannst du ja eh heute vergessen. Dann können wir noch ein paar Linsen suchen. Oder halt auch von denen hier gleich bekommen. Da droppen, da ist der mit dem Banana Ring. Sechs wieder. Sind da. Gut, also zwei Boss-Spawn-Items kann ich noch craften. Alles weitere. Nee, ich krieg schon wieder ein paar Linsen. Na, siehst du. Easy. Wann ich hab ich denn hier. Nee, ja. Das ist jetzt aber auch unbedingt, ne? Herr Blutmond, hier alle paar Nächte kommen muss, ne? Jo. Wird von irgendwo geschossen und weiß nicht, was es ist. Das ist nicht standardmäßig so? Oh, ne? Eigentlich würde ich doch immer ganz gern wissen, was mich beschießt. Eigentlich. Wie ist das mit dem eigentlich? Eigentlich ist eigentlich. Genau. Nein, Moment. Linsensuppe Time! Linsensuppe Time! Zwei Linsen. Keine Linsen. Hey, Zombie Banner, hey! Kann ich wieder hier Wohnung dekorieren? 11 Linsen. Wenigstens kriegt da jemand Linsen. Ja, ist auch eine, yay! Ich hab gerade in die Truhe geguckt, deswegen. Achso. Also nicht. Da habe ich da tatsächlich was übersehen. Nicht die Truhe in das Schweinchen, was ich hatte. Ah. Da meine ich, hätte ich nämlich noch welche reingetan. Okay. Und ja, habe ich. Also 11 Stück habe ich noch. Das heißt, dann bräuchten wir, wenn überhaupt, als nächstes dann weitere Seelen des Lichtes. Des Lichtes? Des Lichtes. Wie viel hast du da? 44. Oh, dann reicht das ja auch. Dann bräuchten wir wahrscheinlich als nächstes Eisen. Eisen. Da habe ich nur noch 74, na gut, 99 waren das mal. Gehen wir zum nächsten. Also, das sollte nicht so ein Problem sein. Dann sind wir erstmal safe. Brauchen wir eigentlich nur noch Skill. Ergis ist. Können die nicht mal Skill drücken? Kriegen wir niemals. Warum nicht? Niemals. Hast du denn noch irgendein schönes Gesprächsthema parat? Ah, nee, ich muss kämpfen. Aber danach kann ich gerne mal gucken. Okay. Währenddessen ich auf meinem Einhorn auf Total Doom reite. Das ist besser als auf ein Einhorn mit Regenbogen schießen. Warum auch immer die Terraria-Hersteller sich sowas ausgedacht haben. Ich hab keine Ahnung. Also, ich gucke. Wie viel Geld hier rumliegt, das ist ja ein Traum. Codemaster übernimmt kürzlich von Sony geschlossenes DriveClub-Studio. Das DriveClub-Studio hat zugemacht. Ja, weil DriveClub ja so gut ankam. Ja, war ein lustiges Debakel. Ja, und ich sag allein schon die PlayStation Plus-Version da. Ja, die ja irgendwie erst wesentlich später kam. Schön, also ich will nicht sagen schön, dass sie ihre Konsequenzen halt ziehen, weil das kann das mit dem kleinen Studio eventuell ja auch nichts für. Richtig. Aber halt, das Spiel war schon ziemlich am Mist. Ich meine, ich hab's. Was ist das für ein Vieh? Was denn? Ach, das da waren eine Spinne drauf. Wenn die keinen Schaden machen, wirkt das so komisch. Also ich habe manchmal Momente, das wird vielleicht nicht bei mir richtig angezeigt, ne? Dann sitzen die da einfach nur drauf, aber der Gegner kriegt vom HP-Balken keinen Schaden. Okay. Dann sieht der sehr komisch aus. Wahrscheinlich leckt da das Serverbeine nach oder sowas, kann ich mir gut vorstellen. Kann gut sein. Codemasters, die waren verantwortlich für Grid, oder? Codemasters hat die Formel 1-Dinger auch gemacht, weiß ich. Also die haben die Formel 1-Spiele gemacht. Daher kenne ich die. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die noch ein anderes Racing Game gemacht haben. Ich weiß nur, dass die generell viele Racing Games gemacht haben. Ich weiß jetzt nur nicht, welche speziell. Nein, die haben mal Fuel gemacht, falls du das was sagst. Ja. Fuel war, glaube ich, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was das war.
Weil das war auch einfach nur ein Racing-Spiel. War Fuel nicht, war das der, es gab doch mal Split Second und dann gab es noch den anderen. War das der Counterpart? Nee, Fuel? Nee. Gab's nicht, es gab doch Split Second und es gab einen anderen. Nee, Blur war das. Genau. Nicht Fuel, Blur. Erinnere mich. Da unten sind zwei, die hole ich mir, dann gibt's noch Linsen. Aber die machen ja die normalen Freaks hier echt schon vernünftig tot. Ja, alles, was so hart technisch, ne, Mobs normal sind, ist, die sie wegkloppen. Alles, was jetzt, woran es jetzt halt hapert, ist halt unser eigener Skill. Unsere Unfähigkeit. Ja, beziehungsweise einfach taktische Absprache, würde ich das sogar nennen. Ja. Weil also Fazit, wenn ich dann den anderen hab, dann nehme ich dann die Spinnen weg. Ja, wir können es uns leisten, den halt runterzuhauen. Das ist schon in Ordnung. Nur wir dürfen nicht in. Der darf nicht in Phase 3 gehen. Das meine ich mit. Dann also, ne, Spinnen. Du musst irgendwo dann Damage-Stop einbauen und wirklich nur noch ausweichen. Mhm. Weil, wenn einer von uns stirbt, was. Wenn dir in Phase 2 geht und einer von denen halt unausweichlich ist, weil, ne, dann kommt schon ein lustiger Schaden manchmal rein. Ja. Und dann, wenn die beiden zusammenkommen, ist Instant Game Over. Weil die beiden gleichzeitig im Hardmode auszuweichen, ist für uns im Moment nicht möglich, weil wir nicht genug Schaden dann machen. Das kannst du vielleicht ganz zum Schluss, nachdem wir alle dreimal down hatten, die dann abzufahren für die Seelen, ne? Und dann so schon ein, zwei Items mehr drauf haben und der Damage schon weitaus höher ist, dann kannst du das leisten. Aber im Moment sehe ich nicht, wie wir die beiden im Doppel-Hardmod halt besiegen sollen. Ja. Im Hardmod erschwert durch, du spielst mit mir. Ja, normal. Ja, also, um auf den Kommentar ja einzugehen, Fehler. Mich würde es ja auch interessieren, wie würde ich mich schlagen, alleine gegen die ganzen. Außer ich glaube, ich würde da verpacken, bis zum geht nicht mehr. Quatsch. Klar. Na, ich glaube nicht. Ich denke schon. Dann ist es ja auch. Ich habe einen Zombie-Arm. Den hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Ja, haben wir schon 30 Mal in einer Truhe. Wirkt immer nur so lustig, wenn man da sowas denkt. Zombie-Arm. Jetzt machst du den großen Schaden. Und was halten wir jetzt davon, dass das Codemasters jetzt hier Dingens übernommen hat? Wie gesagt, ich finde Codemaster-Spiele jetzt nicht so berauschend, weil, also ich habe ja Formel 1 2011 oder 12, glaube ich, einer von denen. Habe ich mir damals mal billig bei Steam gekauft. Der ist ja ganz nett. Aber sie haben das Problem, wie sämtliche anderen Entwicklerstudien auch, Studiums, die halt dann anfangen, jährlich Spiele rauszubringen. Entweder schnibbeln sie den falschen Content raus, wie zum Beispiel, dass sie dann in so einem Spiel den Karrieremodus rausnehmen. Das Einzige, warum Leute überhaupt teilweise diese Formel 1-Dinger gespielt haben, ist, weil sie den Karrieremodus ganz toll finden, weil sie sich fühlen wollen wie ein Rennfahrer. Das haben sie gemacht, sie haben es dann ein reines Multiplayer-Rennspiel daraus gemacht. Das ist natürlich auch schön und gut, aber viele Leute wollen das deswegen ja nicht spielen. Nicht wahr? Ja. Und es ist wie wenn jetzt EA bei FIFA zum Beispiel diesen Karrieremodus rausnehmen würde und dann sagen würde, jetzt spielt ihr das einfach nur noch online. Da würden sich genauso viele Leute dann drüber aufregen und ich fand das halt sehr, sehr komisch, die Entscheidung halt. Und ich fand immer, dass die Reihe, je länger sie lief, immer mehr dann abgenommen hat an spielerischer Qualität. Man merkte, ihnen fällt nichts Neues ein. Man wird auch keine neue Engine entwickeln, sondern man schnibbelt einfach so viel es geht, ne, an der Grafik hoch. Und das war's.
oder Versprechen, die man dann nie eingeführt hat. Ich kann mich daran erinnern, dass man dann immer irgendwie gesagt hat, hey, es wird ein so ein Safety-Car-Modus dann zum Bleistift geben, und das kam dann nie. Und wie gesagt, also es macht's nicht besser. Okay. Meines Erachtens. Mein Drive Club hatte Schwierigkeiten, finde ich, an sich, dadurch, dass es halt beworben wurde eher als Arcade-Rennspiel und dann doch sehr, sehr stark an der Simulation war. Was mich persönlich etwas verwirrt hatte, denn ich hatte es am Anfang so gedacht, dass das halt, ne, so wie Need for Speed ein bisschen dann halt ist. Du hast diese ganzen Supercars, aber es ist ein sehr arcadisch sich anfühlender Racer. Mhm. Und was rauskam, war, dass es dann pure Simulation in dem Sinne war. Du dafür schon von Punkten bestraft wurdest, dass du ja die Kurve nicht richtig genommen hast. Ja, und das muss ja auch nicht sein. Das, finde ich, nimmt so ein bisschen den Spielspaß einfach. Ich habe schon wieder eine Voodoo-Puppe. Ja, die lag da jetzt rum. Soll ich? Boah. Was sollen wir sonst machen? Ja, mach mal. Ja, warte, da ist doch die Eisöffnung. Jetzt hier. Bin schneller. Ah! Noch leicht abgerutscht. Es ist wieder da, es ist wieder da. Wer wird wieder sterben? Quatsch, du musst eigentlich wirklich nur so auf der Entfernung bleiben. Teilweise den Schaden kannst du schon in Kauf nehmen. Ja, es ist echt schon ein Witz, wie stark wir das inzwischen neutralisiert haben. Na, guck mal, wie schnell die down gehen. Ja. Jetzt, wo auch meine Spinnen dran lagen. Ja. Irgendwie noch geschafft. Oh. Da war nur noch das Einhorn im Rückwärtsgang. Da kommst du tatsächlich aber mit weg. Ja. Wir haben inzwischen schon so viel Speed, dass das alles kein Problem ist. Du kannst dir in Vollspeed mit dem Teil weglaufen, besonders wenn es dann halt noch Gas gibt. Ja. Also ich bin ganz zum Schluss auch immer nur so weggelaufen und hab auf der weitergeschossen. Wollen wir nochmal im Hollow vorbeischauen? Ja klar, jetzt wo wir schon da sind. Ich hab Bruno gerade mit dem Bohrer erledigt. Arme Bruno. Aber ich schaff's nicht bis Hollow. Ach, jetzt reiß dich mal zusammen! Big Feuerschaden, 9 AP, 8. Oh, ich bin bei 8 stehen geblieben. Siehst du wohl. Und hier irgendwo hatte ich mal das Vergnügen, auf eine Crimson-Truhe zu treffen, hier auf diesem Eisweg. Das war tatsächlich offensichtlich. Die Truhe ist wesentlich größer und die hat halt auch richtige Fähigkeiten. Ja, die also, kann durch Wände, glaube ich, springen, ne? Einmal das, die macht halt so diesen von Smash Bros. Aus diesen Kirby-Stampfer, diesen Stein nach unten, weißt du? Okay. Und zwar ja, an die Position, an die du gerade stehst. Meine, die hätte mich ganz zum Schluss gekillt. Die wäre von dir dann zu mir gelaufen, als ich in der Höhle war. Nur habe ich mit der auch nicht gerechnet. Aber die hat mich auch wirklich nur eine Weile kam angelaufen und hat mich. Aber in der kann auch irgendwas drin sein, woran ich so ein bisschen interessiert bin. Wir sind aber auch schon wieder an der Dings vorbei, ne? An dem Eingang. Boah, ich werde das nie lernen. Mal hier. Ich auch noch ein paar. Okay, ich komme nicht dazu, Fackeln da hinzusetzen, weil mich alles angreift. Ach, das ist doch nur Bruno. Der will nur spielen. Zu wenig HP, ne? Der will doch nur spielen. Auch das, weil ich hier eh gleich in der Lava irgendwo landen werde. Mach du mal. Nein.
Hilft er nicht. Ich mach nix. Das kannst du, ne? Das hast du gelernt. Hab ich voll drauf, hab ich statt. Fast in der Lava gelandet. Yay! Yeah.